Ich glaube an den deutschen Wald. Ich war schon viel im Wald unterwegs. Und ich habe den Wald schon immer geliebt. Eines Tages ging ich wie immer in den Wald. 2 Monate ist es her. Es war schon spät. Und dann habe ich es wieder gesehen. Den Müll im Wald. Ich wehrte mich meiner Gedanken der Rache. Sie haben ihn einfach weggeworfen. Einfach mitten in den Wald. Jetzt ist der Wald gebrochen. Bäume wurden dadurch geschädigt. Sogar Draht lag herum. Der Wald konnte nicht einmal weinen. So schrecklich waren für ihn die Schmerzen. Nur ich weinte. Warum weinte ich? Es war ein schöner Wald. Er wird nie wieder so schön sein, wie er einmal war. Entschuldigung. Ich wollte zur Polizei gehen, wie ein guter Waldläufer. Doch was hätte es schon gebracht? Man hätte die Täter nicht ermitteln können. Man hätte sie nicht finden können. Jetzt laufen die Täter frei herum. Ich stand da im Wald wie ein Idiot. Und die Täter hätten sicherlich gegrinst darüber. Da sagte ich zu meiner Frau, für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Castelli. Warum wolltest du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Was verlangen Sie von mir? Sagen Sie, was Sie möchten, aber tun Sie, worum ich Sie bitte. Was soll ich tun? Die Täter aufspüren im Wald und dann den Leuten sagen, dass sie den Müll nicht wegwerfen sollen. Weisen Sie sie ganz klar darauf hin. Das kann ich leider nicht tun. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe. Wir kannten uns bisher noch nicht. Aber heute kommst du zu mir und bittest um Hilfe. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mich jemals besucht hast. Lass uns ganz offen sein. Du hast nie Wert gelegt auf unsere Freundschaft. Du hattest Angst, in meiner Schuld zu sein. Ich wollte nur keine Unannehmlichkeiten bekommen. Ja, ich weiß. Für dich ist der Wald das Paradies. Du gehst hier wandern. Escursione. Der Wald beschützt dich. Wozu noch einen Freund wie mich? Aber jetzt kommst du zu mir und sagst, Don Castelli, helfe mir, die Mülltäter aufzuspüren. Aber ich erhalte von dir keinen Respekt. Nessun rispetto. Du nennst mich nicht einmal Pate. Nein. Stattdessen kommst du einfach hierher und bittest mich, den Müllmann zu spielen. Ich bitte Sie um Gerechtigkeit. Lassen Sie die Täter spüren, was sie im Wald verbrochen haben. Wie viel soll ich bezahlen? Manfredo, Manfredo, was habe ich dir getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wärst du als Freund gekommen, il mio amico, dann würden die Mülltäter noch am selben Tag dafür leiden. Und würdest du als anständiger Mensch einen Feind haben, dann würde ich ihn auch als meinen Feind betrachten. Er würde dich fürchten. Möchten Sie mein Freund sein, mein Don Castelli? Gut, Bono, irgendwann werde ich dich vielleicht bitten, mir einen Gefallen zu erweisen. Aber bis dahin soll die Gerechtigkeit ein Geschenk an dich sein. Grazie, Don Castelli. Prego. Notte, giorno, di torno, giorno.